Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Journey von das Abenteuer Part 2 von 4. Und ja, letztens haben wir ja die The Restless Mummy gespielt da, ne? Das eigentlich eher der schwächste Teil von den vier, die es da damals gab. Das hier war meiner Meinung nach so, ja, eigentlich schon der stärkste, zusammen mit so, Lost Treasure vielleicht. Ja, auf jeden Fall können wir das dann jetzt auch spielen. Gut, das werde ich jetzt nicht alles lesen, das weiß ich noch so alles ungefähr. Mit der Spielsteuerung muss ich euch jetzt nicht belästigen. Auf alle Fälle nehmen wir natürlich auch hier hart, ist ja schon mal klar. So, Journey und seine Freunde setzen ihre Quest ja, für den Schatz von Marco Polo fort. Sie sind jetzt ja, quasi unter dem und der Drachenfestung, sie müssen einander helfen, ja, um zur Spitze des Goldenen Drachen zu kommen oder so. Ja. Das ist halt der Plot, ne? Aber ja. Autsch. Ah ja, genau so war das. Das ist ein bisschen. Also damals als Kind fand ich das knifflig, das weiß ich noch. Genau, jetzt muss ich hier gedrückt halten, damit das nicht wieder runtergeht, damit wir da quasi alle durch können. Genau. Und genau, und die müssen wir dann quasi mit jetzt einfangen, diese komischen Wächter hier. Und es gibt sogar einen Edelstein. So, dann gehen wir jetzt mal hier rauf, würde ich sagen. Nee, können wir nicht. Stimmt, und ich habe es ja damals nur auf einfach gespielt. Damals mochte ich das noch nicht so hart. Das kommt ja auch noch dazu. Nehmen wir mal die Pilotendame. Okay. Jetzt hat sich das da oben also geöffnet. Autsch. So. Ja, ist natürlich die Frage, was können wir jetzt machen? Nach oben müssen wir jedenfalls nicht mehr. Oh. Das ist nicht so gut. Na, schauen wir erstmal weiter. Nee, das ist der falsche. Nee, das öffnet nur das. Irgendwas muss man jetzt nochmal das da öffnen. Ah ja. Okay, dann gehen wir erstmal hier weiter. So, soweit sind wir schon mal. Ja, aber bringt tut uns das hier irgendwie auch nicht so richtig viel, ne? Weil der da eigentlich noch da durch muss. Dann müsste ich mit ihm nochmal zurück. Aber mir fehlt tatsächlich dann doch ein bisschen die Musik hier, muss ich sagen. In dem Spiel so eine kleine Background-Musik. Noch mal das da vorne auf. Ich glaube, das muss tatsächlich nur sie machen. Nee, das ist immer das Falsche irgendwie. Nee, da geht es jetzt mal auch nicht weiter. Okay, ja, gut. Genau. Komm, dann kannst du erstmal dadurch. Da sind wir schon mal zu zweit hier. So. Hey, Moment. Genau, dann kann der Doktor jetzt mal wieder nach da oben. Ist ja doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. So. Genau. Die Artefakte, die müssen wir auch einsammeln. Well done, mate.
Das wäre das. Genau, und die Pilotin, die kann dann jetzt darauf. Und genau, von hier aus können wir dann beide auch dahin. Da müssen wir wahrscheinlich auf A3 gleich die Knöpfe da drücken. Ah, ich verstehe, Game saved. Dafür ist das also da. Auch nicht schlecht. So. Als nächstes. Wurde da nichts was geöffnet? Ich verstehe, da oben. Erstmal schaue ich noch, was hier so ist. Okay, da komme ich irgendwie nicht rauf. Dann gehen wir erstmal mit ihm da rauf. Ich glaube, wenn man einfach von den Dingern, also von den Leuten hier erwischt wurde, dann war man weg. Okay, das war knapp, aber. Oh nein, ich bin festgefroren. Ich kann auch nicht mehr die Charaktere wechseln. Das war wahrscheinlich jetzt ein Bug, weil ich hätte erwischt werden sollen und jetzt ist ich komplett fest. Ja, nur noch das Netz kann er irgendwie ausfahren. Und das auch nicht immer. Nee. Okay, dann muss ich wohl das Ganze nochmal beenden. Achso, das ist nur die Karte. Wo kann ich das denn beenden hier? Anscheinend gar nicht. Ja, muss ich manuell machen wahrscheinlich. Moment, beenden. So, da sind wir wieder. So, ich hoffe, jetzt kann es hier bugfrei weitergehen. So, was kommt denn als nächstes? Denke ich, müsste er auf jeden Fall. Genau, das da ist auf. Ah, da ist das Schild. Da komme ich jetzt erstmal so nicht durch. Von hier aus kann ich hier wohin? Müsste da wieder was passiert sein. Vorsicht. Ja, im schwierigen Schwierigkeitsgrad sind definitiv mehr Gegner. So viel ist mir sicher. Ah, okay, jetzt weiß ich. Dann kann ich wahrscheinlich jetzt da drauf. Jetzt ist da wieder irgendwas geöffnet worden. Ich weiß nicht genau wo. Schauen wir erstmal weiter. Nee, da kommen wir auch erstmal nicht weiter. Wo ist da was geöffnet worden? Ist damit vielleicht das Schild jetzt geöffnet worden? In der Tat. Sehr schön. Well done. Da brauchen wir nur noch den Helm. Okay, und er genau, er kann jetzt dann auch darauf. Und da ist der Helm. Well done, mate. Aber jetzt müsste sie eigentlich noch darauf irgendwie. Oh, hey, was soll das für ein Sprung? Nee, das ist die Endstation. Da müssen wir noch schnell später noch drei durch. Nee, da geht's auch nicht. Ich muss selber schauen. Sie muss da auf jeden Fall durch. Irgendwie.
Nee, der Schalter ist dauerhaft aktiviert worden. Ah ja. Gut, ja, dann sind wir schon mal alle hier, wo wir hingehören. Jetzt muss noch der Dock nach oben. Wahrscheinlich werde ich dann einfach hier irgend so eine random Musik laufen lassen, damit das nicht so eine ganz Totenstille ist, weil das finde ich dann doch nicht so toll. Ehrlich gesagt, die Totenstille im Spiel, sonst passt das ja eigentlich sogar hier. Das ist doch schon ein bisschen rätselhaft, also ein bisschen Jump'n'Run-mäßig auch. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ist. Und jetzt? Ah. Guten Tag. Guten Tag. Ah ja, wenn alle drei hier unten sind, dann Sam got here first. Nee, Sam got here first. Also Sam war zuerst hier, wer auch immer Sam ist. Es lebt. Schaut. Jetzt ist er wieder Stein geworden. Was können wir tun, um den Guardian auf unsere Seite zu bringen? Ich weiß. Ja, lass uns diese, ja, keine Ahnung, Sachen hier ausprobieren. Naja. Und ein nächster Versuch. Ein perfekter irgendwas. Danke für den Schlüssel, Guardian. Jetzt lass uns sehen, was sich hinter den Türen befindet. Wer ist dieser Guardian überhaupt und was hat er für einen Zweck? Sieht aus wie ein anderes Puzzle, was es zu lösen gilt. Ah ja, man muss die einfach drehen. Okay, das eine dreht sich jeweils einmal und das andere dann zwei. Okay, nee, das dreht sich zurück. Müssen einfach die Spitze zeigen. Eigentlich recht simpel. Gut gemacht, Kollegen. Es ist der goldene Drache. Immerhin haben wir jetzt die goldenen Drachen. Das war ein Abenteuer. Wer sagt denn, dass das Abenteuer schon vorbei ist? Wir müssen diesen Typen immer noch nach Hause bekommen. Oha. Congratulations, Second Class Medal Level. Warum nur Second? Warum nicht First? Was soll das? Ja, ansonsten kann man nur das Normalspiel. Das war es dann auch schon mit diesem Teil, ne? Also ja, relativ kurz. Aber das fand ich tatsächlich dann doch schon um einiges besser als das davor, weil da muss man jetzt wirklich überlegen. Ne? Das war schon so ein bisschen so rätselmäßig, Jump'n'Run mit Schaltern und so und wie man dann da am besten durchkommt. So, das fand ich gar nicht mehr so verkehrt. Damals als Kind fand ich das um einiges schwerer, aber gut, als Kind ist man ja wahrscheinlich noch nicht ganz so klug, ne? In der Regel. Nö, aber fand ich auch wieder gut. Ich meine, jetzt abgesehen von dem Nostalgiefaktor und abgesehen davon, dass mir dieses Spiel als Kind viel länger vorkam, trotzdem nicht schlecht, weil, ja, das war doch recht ordentlich, würde ich sagen. So, auch vom Gameplay, ne, wie gesagt, so, gab ein paar Gegner. Ja gut, die konntest du einfach ganz normal mit Shift beseitigen. Aber wie gesagt, vor allem so dieses Jump'n'Run hier mit ein bisschen mit Rätsellösung und wie man da vorgeht und so weiter. Und das fand ich ja gar nicht so verkehrt. Und dann noch mit diesem kleinen Puzzle-Rätsel und so, ne? Gut, auf jeden Fall war es das dann damit und ja, dann schaltet gerne wieder zum dritten Part ein. Aber bis es soweit ist, will ich noch hier, wie immer sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bernd Bruder.